Herzlich willkommen zur B&E Automation Studio 390 Einführung. Ich zeige euch heute, wie ihr mit dem Automation Studio 390.18 ein neues Standardprojekt erstellt. Dazu starten wir das Automation Studio. Nach dem Öffnen bietet uns Automation Studio 390 bereits Beispielprojekte an, die man ganz einfach öffnen kann und ganz einfach mal den Stil beachten kann und so weiter. Wir wollen hier jetzt aber ein neues Projekt erstellen. Dazu gehen wir auf Datei, neues Projekt und wählen einen Namen für unser Projekt. Da wir kein Zielsystem hier zur Verfügung haben, wählen wir DPC Based Simulation Runtime, ASRSim. Damit können wir ein B&R-Zielsystem auf dem PC simulieren. Wir sind sofort in dieser Projektansicht und nun können wir ein beliebiges Programm hinzufügen. Über Objekt hinzufügen, Programm, neues Programm, können wir zum Beispiel ein ANSI-C-Programm, Anweisungsliste, B&E Automation Basic und strukturierter Text zum Beispiel hinzufügen. Ich entscheide mich für ANSI-C und merge das Ganze in ein Programm, so dass Init-Programm, das zyklische Programm und das Exit-Programm in einer Datei zu finden ist. Ich persönlich finde das übersichtlicher. Weiter. Ja, zur aktiven CPU hinzufügen. Mit Doppelklick auf die C-Datei öffnet sich der Editor. Hier können wir zum Beispiel jetzt wieder eine Variable einbauen, die sich zyklisch ändert. Dazu deklarieren wir hier eine Variable. Typ Bool. Die können wir dann hier verwenden. Noch den Standard-Header einfügen für die Bool-Deklaration. Nochmal kurz zu den Programmen. Hier das Init-Programm, das wird beim Start der SPS einmal aufgerufen. Kann man verschiedene Variablen initialisieren, Programme starten etc. Das zyklische Programm wird nach der Initialisierung zyklisch aufgerufen und das Exit-Programm wird beim Deinstallieren von Task, beim Warmstart-Anforderung etc. aufgerufen. In der Physical View können wir dann das Programm hinzufügen, wenn es noch nicht hinzugefügt ist. Hier ist es schon, hat das B&E Automation Studio selbst hinzugefügt. Hier haben wir eine zyklische Task-Klasse von einer Sekunde und wir können das Programm mit Steuerung F5 übertragen. So, das Projekt ist nun übertragen und wir sehen, dass die SPS läuft und hier unten sehen wir das auch nochmal. Dann können wir uns mit dem Monitor auf die SPS verbinden und können nun auch unsere LED watchen. Die ändert sich zyklisch jetzt in einen Sekundentakt von True auf False.
Ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt mal zeigen, wie ihr das erste Projekt im B&E Automation Studio aufbaut und wünsche euch viel Erfolg dabei.